So, hallo meine Freunde, ich grüße euch zurück bei Let's Play Splinter Cell Blacklist. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum wir hier sind und nicht mehr an Bord des Paladin. Das hat den einfachen Grund, vor der letzten Aufnahme, beziehungsweise während der letzten Aufnahme, gab es bei mir technische Schwierigkeiten mit meiner Festplatte. Daher müssen wir jetzt Amerikas Konsum nochmal spielen, beziehungsweise zum dritten Mal. Ist weiter nicht schlimm, aktuell sind wir nämlich schon bei der nächsten Mission. Ihr seht es hier, das sind die aktiven Missionen. Das hier sind die bereits beendeten. Amerikas Konsum, Versteck und Rebellenstützpunkt haben wir bereits beendet. Da unten ist die neue Mission, Privatanwesen. Da kommen wir aber jetzt später hin. Erstmal starten wir Amerikas Konsum und hören dazu den kleinen TV-Bericht. Einsatzbericht über den Drohnenangriff auf Mirava gefunden. Oder halt was von Grimstadt hier. Laut Aufklärung hatten die Revolutionsgarden ein grenzübergreifendes Ausbildungslager für Rebellen eingerichtet. Wir haben einige LKW-Bomben in Bagdad dorthin zurückverfolgt und forderten den Luftschlag an. Wir haben ihn nicht zugegeben und die Iraner durften nicht zugeben, dass sie auf der falschen Seite der Grenze waren. Ende. Leider war die Fährte falsch. Der MI6 hatte jemanden vor Ort. Er wollte die Dorfbewohner für uns gewinnen. Und dann löscht die Predator auf einmal einen Großteil von ihnen aus. Kurz darauf wechselte der betreffende Agent die Seiten. Sein Name war Majid Sadiq. Dass er den Angriff miterlebt hat, hat wohl dazu beigetragen. Ja, Leute. So viel dazu. Wir starten das Briefing, wo ihr wisst das ja, da wird kurz der Einsatz besprochen. Los geht's. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lawfield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Er war noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Dann wären wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Oh yeah, Leute. Wie gesagt, ich liebe hier diese Sequenzen, wenn wir quasi entscheiden, Missionen starten oder anhalten. Wir starten in diesem Fall die Mission. Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Sadiq in Mirava gemacht hat. Was ist das? Chicagos Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber. Laut Plan ist das ein Labyrinth und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Ja, ich habe wie gesagt schon mal gespielt, daher auch schon das ganze Geld. Ah ne, das Geld haben wir nicht ausgelegt, wie es aussieht. Ach, das ist das Geld, das wir in Amerikas Konsum bekommen haben. Das wollen wir auch nicht auslegen, das behalten wir für nach Amerikas Konsum. Wir spielen Amerikas Konsum mit der gleichen Ausrüstung wie beim letzten Mal, das heißt, los geht's. Ja, das ist also jetzt das erste, beziehungsweise das zweite. Ja, der zweite Blacklist-Anschlag, so sage ich das mal. Ihr habt gehört. Die Hinweise weisen auf Dallas hin, aber unser guter Charlie vermutet einen Hinterhalt, dass er es nämlich in Wirklichkeit auf Chicago abgesehen hat, der gute Sadiq. Und dementsprechend haben wir uns jetzt auf den verlassen und reisen jetzt nach Chicago. Wo ihr gehört habt, es gibt eine Geiselnahme und genau da wird unser guter Sam versuchen herauszufinden, ob es sich hierbei um die Blacklist handelt. Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel.
Zähle auf null. Wir drehen jetzt nicht um. Ja, Leute. Das heißt, rein geht's hier zu den Geiselnehmern und ich finde, guckt's euch an, Leute, die Atmosphäre des Spiels. Atemberaubend. So, okay. Wir gehen runter, Leute. So. Und rein ins Gebäude. So. Hier geht's jetzt rein in den Lüftungsschacht. Wie gesagt, ich kenne das Level ziemlich gut, hab's gestern noch gespielt. Da haben wir die Geiselnehmer. So, wir haben jetzt auch den Sonar-Modus, den haben wir uns ja beim letzten Mal gekauft. Hier seht ihr Rohre und so weiter. An sich auch ganz nützlich, wenn man so sogar leicht durch Wände durchgucken kann. Ich bevorzuge trotzdem den guten Nachtsichtgerät-Modus. Aber hier brauchen wir den eigentlich nicht, glaube ich. Ich hoffe, ihr seht auch relativ viel. Wir gehen hier an das Seil. Na, an das Seil habe ich gesagt, Sam. Die Musik ist cool im Hintergrund, finde ich. So. It's like a video game. Ihr habt's gehört, Leute. Das hier ist wie ein Videospiel. Beim letzten Mal wurde ich hier entdeckt. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal. Ich gehe jetzt mal ganz gezielt hier ein bisschen schneller vor. Okay, da haben wir einen Gegner. Wir werden versuchen, hier schleichend durchzukommen. Oh Leute, hier riecht so lecker in meinem Zimmer. Meine Mutter ist wieder am Kochen. Unglaublich, was die immer herzaubern kann. Okay, man könnte auch irgendwie da oben über die Rohre gehen, sehe ich gerade. Schnell, schnell, schnell. So, welche Möglichkeit haben wir jetzt hier runterzukommen? Das ist die Frage. Ja, das hilft uns ja nicht wirklich weiter. Nee, nee, wir müssen schon hier runter. Oh shit. Oh nein, so nicht. So nicht, so nicht, so nicht. Oh Mann, dammit. Ja gut, ich will es euch kurz sagen. Gestern habe ich das beim ersten Versuch hinbekommen, aber ich habe geballert. Und ich will das diesmal wirklich Stealth machen. Beim ersten Mal Let's Playen habe ich Stealth gemacht. Das will ich jetzt gerne wieder schaffen. So, das blaue Licht sieht übrigens sehr cool aus. Drahtseil. Runter da. Komm schon. So, hier kann man nämlich mit Tempo direkt komplett durchgehen. Wie ihr sehen könnt. Ohne Probleme. Oh shit. Jetzt quatschen die beiden, ja. Da, 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 da. Sehr coole Musik.
big or go home. True that. I started with these protein shakes, man, and I'm adding muscle mass like you wouldn't believe. That health food store crap is for pussies. I said go big. Shit, man. What are you eating? Pure paleo, bro. Nothing but meat, and I don't cook it. Don't want to damage that sweet protein. You hunt it all yourself? Go hunting every chance I get. You should come, bro. You get out of here, maybe I will. Oh shit. Geht das? Das müsste es geklappt haben. Hi. Meine Herren. Oh, stressig, aber es hat funktioniert. Okay, wir öffnen die Tür. Schalter aus und gehen weiter. Ich verlasse die Festhalle. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. So, ich finde wirklich, man sieht ohne Nachtsichtgerät mehr. So, hier ist jetzt die besagte Stelle. Hier kauft sich jetzt gleich einer, beziehungsweise hier will sich gleich einer ein Getränk holen. Ja, ihr werdet es selber sehen. Ich will nicht zu viel spoilern. Das war knapp. Da ist er. Müssen nur warten, bis der da hinten verschwindet. So ein verdammter Witz, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich extrem blöd angestellt, weil ich ins Licht gelaufen bin. Das gibt's doch nicht. Jetzt fange ich an zu schludern, Leute. Unfassbar. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Jetzt reicht's mir, Leute. Es reicht mir. Gut, dass der uns hat gehen lassen. Gut, 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 gut. Rein in den Lüftungsschacht. Ich weiß nicht, wo der uns hinführt. Ich sehe nichts. Ah, okay. Ah. Okay, ich weiß, wo wir sind. Und wir können alles umgehen, indem wir einfach hier reingehen. So, damit müssten wir den Typen hinten umgangen sein. Sehr schön. Ah, nee, 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 Moment, Moment, Moment. Wir haben was... Ah, jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder? Doch, kommen wir. Sehr schön. Wir haben was Wichtiges vergessen. Und zwar können wir hier... den Schalter umlegen. Dadurch haben wir hier einen totalen Stromausfall. Und besser geht's meiner Meinung nach nicht. Hier haben wir über uns Gegner. Ja, es ist wirklich schwer, etwas zu erkennen, Leute. Mir geht's genauso. Siehst du da drüben was? Nichts gefunden. So, die beiden haben wir. Da bleibt doch nur noch einer. Ich meine, es wären insgesamt nur drei Stück gewesen.